Kommt ihr im Action-Rollenspiel The Outer Worlds nicht schnell genug voran? Kein Problem, in diesem Video gibt's 5 Tipps, mit denen ihr schneller levelt und euren Charakter so auf Maximalstufe bringt. The Outer Worlds geizt nicht mit Erfahrungspunkten und verteilt sie für nahezu jede Entdeckung. Seht euch daher auf den Planeten und auch in den Stationen und Ortschaften um. Selbst für das Finden von Verkaufsautomaten und Raptornestern gibt es EP. Nehmt jeden Kampf mit, der sich unterwegs anbietet. Sogar kleinere Auseinandersetzungen mit Banditen bescheren euch Bonus-Erfahrungspunkte. Wer schnell leveln möchte, benötigt auch entsprechend viele Aufträge. Holt euch daher stets mehrere Jobs auf einmal und lest euch die Beschreibungen durch. Geht dabei klug vor und schaut nach, welche Ziele sich vielleicht in einer ähnlichen Gegend der Karte befinden. Manchmal könnt ihr so mehrere Aufgaben mit nur einem Weg bewältigen. Grundsätzlich gilt natürlich, erledigt so viele Aufgaben wie möglich. Je schneller ihr durch die Missionen kommt, desto eher levelt ihr auf. Vernachlässigt nicht die Nebenaufgaben. Sie werfen oftmals ähnlich viel EP ab wie die großen Story-Einsätze. Für Aktionen wie Hacken oder Schlösser knacken erhaltet ihr ebenfalls Erfahrungspunkte. Nutzt sie also bei jeder Gelegenheit. Achtung! Diebstahl und Hacken gelten als illegal. Lasst euch also nicht dabei erwischen. Setzt in Gesprächen Dialogoptionen wie Überzeugen, Lügen, Medizin oder Wissenschaft ein. Auch dafür erhaltet ihr einen kleinen EP-Bonus. Im Kampf bekommt ihr für Abschüsse Erfahrungspunkte, aber auch, wenn eure Begleiter Kills erzielen. Für eine optimale Ausbeute aktiviert ihr den Vorteil tödliche Demonstrationen. Dann gibt es nämlich für Abschüsse eurer Begleiter 50% mehr Erfahrungspunkte. Und das lohnt sich. Beherzigt diese Ratschläge und schon bald klopft ihr an die Level-Obergrenze von The Outer Worlds. Diese liegt übrigens bei Stufe 30. In diesem Sinne, viel Freude beim nächsten Abenteuer. The Outer Worlds gibt es ab sofort für Xbox One und PC und ist auch Teil des Xbox Game Pass.